Dein Radio. 98,1 MHz in Ilmenau. Hier ist Radio HSF. Team Radio, das Boxen-Update. So, könnt ihr euch noch daran erinnern, als ihr das erste Mal hinterm Autosteuer gesessen habt? Wochenlanges Üben und dann am Ende gab es die Führerscheinprüfung. Genau das ist das Thema der heutigen Sendung bei Team Radio, dem Boxen-Update mit Team StarCraft. Ich bin Lara und wir haben jede Woche einen Gast vom Team StarCraft hier. Und zwar ist das heute der Marc. Du darfst jetzt Hallo sagen. Hallo, okay. Okay, aber bevor wir damit starten, hören wir erstmal ein bisschen Musik. So, für alle, die noch nie bei Team Radio eingeschaltet haben und sowieso, weil wir heute mal einen neuen Gast dabei haben, gibt's jetzt eine kleine Vorstellungsrunde. Marc, wer bist du und was machst du bei Team StarCraft? Ja, also ich bin Marc Bugermann, 23 Jahre alt, studiere Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Und ja, was mache ich bei Team StarCraft? Ich kümmere mich um die Statics, das heißt, ich muss einen Businessplan entwickeln und den dann auf dem Event präsentieren. Und den Cost Report des Autos erstellen, ebenfalls dann natürlich mit Präsentation auf dem Event. Des Weiteren hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich mich um sämtliche 3D-Druckteile, die sich irgendwie am Auto befinden, halt auch noch kümmere, die halt fertige quasi. Okay, krass. Heute soll es ja ums Thema Führerschein gehen. Da wäre die erste Frage natürlich, wann und wo hast du deinen Führerschein gemacht? Ja, Autoführerschein, das war 2015. Wie alt warst du da? 17,5. Ah, okay, also auch erstmal begleitetes Fahren. Ja, klar, also das war so der Standard bei uns. Also ja. Das war am, ich weiß sogar noch den exakten Tag, 19.01.2015. Ich weiß meinen Tag nämlich auch noch ganz genau, der 16.12., so kurz vor Weihnachten. Richtig schlimm. Ja, da habe ich Autoführerschein bestanden. Das war im Kreis Oberhavel, also ich komme ursprünglich aus Brandenburg. Quasi 5 Kilometer vor Berlin. Aber war das dann so ländlich eher oder hattest du so direkt den Stadtverkehr? Was heißt Stadtverkehr? Also Überlandfahrt ist viel dabei. Also Berliner Verkehr ist es logischerweise nicht, aber ich gucke auch nicht nur auf der Landstraße rum. Okay, also hast du schon also direkt... Also ist eine gute Mischung. Das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man am Anfang schon mal so wirklich fahren lernt und nicht nur, oh, ich kann über eine Landstraße fahren und ab und an auch mal an der Kreuzung halten. Ja, nee, genau. Ich bin logischerweise auch mit meinem Fahrlehrer mal nach Berlin gefahren. Ich wollte mal Stress haben. Und hast du neben dem klassischen Autoführerschein auch noch einen anderen? Ja, also logischerweise, wenn man ja B macht, also Autoführerschein, kriegt man ja noch AM und L, also sprich Rollerführerschein und die kleinen Landmaschinen. Ansonsten habe ich noch Motorradführerscheine gemacht, also ich habe A1, A2 und A. Ja, das sind alle. Ach, da muss man mehrere hintereinander gleich machen. Der ist ein bisschen komplizierter. Ist ein bisschen komplizierter. Okay, ja, da gehen wir auch tatsächlich gleich direkt noch ein bisschen näher drauf ein. Es gibt ja nicht nur den klassischen Autoführerschein, sondern noch ganz viele andere Führerscheinklassen. Und weil das mit dem A1 und BE und C1E manchmal so ein bisschen kompliziert erscheint, haben wir hier nochmal die wichtigsten Führerscheinklassen für euch zusammengefasst. Und zwar lässt sich grundsätzlich sagen, dass alles, was mit B beginnt, den PKW betrifft, alles mit A die Krafträder oder Fahrzeuge wie zum Beispiel Quads und LKW-Führerscheinklassen beginnen mit C. Busfahrer müssen einen Führerschein mit dem Buchstaben D am Anfang vorweisen. L und T betreffen nur Zugfahrzeuge. So viel zu den Buchstaben. Den Standardführerschein, den viele von uns haben, ist mit der Klasse B, also den kennen wahrscheinlich die meisten. Hier darf man Kraftfahrzeuge, genauer PKWs, mit einer zulässigen Gesamtmasse von bis zu 3,5 Tonnen und mit nicht mehr als 8 Sitzplätzen fahren. Außerdem kann man mit einem Anhänger im Auto fahren, dieser darf aber nicht mehr als 750 Kilogramm wiegen und die Gesamtmasse mit Auto von 3,5 Tonnen nicht übersteigen. Das heißt, man muss ein bisschen rechnen, wenn man dann doch mal einen Anhänger dranhängt. Möchte man einen schwereren Anhänger fahren, so muss man entweder die Führerscheinklasse B96 oder BE vorweisen. Marc, was hast du? Ja, wie gesagt, also ich habe nur einen normalen B-Führerschein für Autos und dann die Mopeds. Okay. Das Fahren von Krafträdern ist ja bereits ab 16 erlaubt, allerdings nur für bestimmte Fahrzeuge, die mit den Klassen A1 oder AM gefahren werden dürfen. Hierbei ist vor allem die Leistung des Fahrzeugs entscheidend. Für den allumfassenden Führerschein für Krafträder der Klasse A muss man beim Direkteinstieg allerdings 24 Jahre alt sein. Hat man beispielsweise vorher einen Führerschein der Klasse A2 seit mindestens 2 Jahren, so kann man bereits ab 20 diese Führerscheinklasse erwerben. Also auch hier
ziemlich kompliziert. Wie man sieht, die Bestimmungen sind nicht ganz durchschaubar und wer sich nochmal genauer informieren möchte darüber und jetzt nicht alles sich sofort merken konnte, der kann gerne nochmal auf der Seite des ADAC sich dazu genauer belesen. So Marc, welchen Führerschein braucht man denn, um bei euch den selbst konstruierten Rennwagen fahren zu dürfen? Also es ist sogar reglementtechnisch so festgelegt. Echt? Krass. Es steht in dem Regelwerk, dass man einen offiziellen Führerschein besitzen muss, auch so wie wir es kennen. Ein Kärtchen mit Foto und allem drum und dran, dass man natürlich nicht sich als jemand anderen ausgeben kann. Ich habe da noch einen aus dem Legoland, ich habe da mal einen Führerschein gemacht. Ja, also ich wünsche dir damit viel Glück, aber ich glaube, das wird nichts. Sehr schade. Die achten da schon sehr penibel drauf. Gibt es noch weitere Regelungen da für das Fahren? Für den Führerschein nicht. Also es weder eine Dauer ist festgelegt, wie lange man den haben muss, noch sonstige Sachen oder ob man noch Probezeit ist. Da gibt es nichts weiter. Okay, also kann jeder mitmachen, der möchte. Man muss nur irgendeinen Führerschein für PKWs haben. Ein wichtiges Projekt, das gerade an der Uni läuft, dreht sich um Fahrzeuge, besser gesagt um das automatisierte Fahren von Fahrzeugen. Das Projekt VIVID wurde von Professor Hein von der TU Ilmenau initiiert und wir haben ihn zu diesem Projekt mal interviewt. Die Automobilindustrie gilt als einer der bedeutendsten Industriezweige in Deutschland. Umso wichtiger ist es, diesen zu stärken und auszubauen. So sieht das auch Bundesforschungsministerin Anja Karliczek, die genau das mit dem Forschungsprojekt VIVID plant, das sich um das vernetzte und automatisierte Fahren dreht. Schon 2017 hatten die Regierungschefs Deutschlands und Japans eine Zusammenarbeit bei der Forschung rund um dieses Thema beschlossen. VIVID ist eins von drei Forschungsprojekten, das das Bundesforschungsministerium mit der deutsch-japanischen Kooperation gestartet hat. Initiiert wurde das Projekt an der TU Ilmenau von Professor Matthias Hein, Sprecher des Forschungsschwerpunkts Funk- und Informationstechnik am Thüringer Innovationszentrum für Mobilität, kurz TIMO, an der TU Ilmenau. Mit Professor Hein haben wir über die Initiierung und über die Bedeutung dieses Projekts gesprochen. Das ist ein sehr großer Erfolg, weil die Anbahnung dieses Projektes inzwischen auf einen Zeitraum von fast 2 Jahren zurückgeht und eigentlich damit anfängt, dass wir vorher schon ein anderes Forschungsprojekt hatten, das in einem rein deutschen Konsortium stattgefunden hat, das aber offensichtlich so viel Interesse gefunden hat, dass ich die Möglichkeit hatte, in einem Expertengremium unseres Bundesministeriums mitzuwirken und damit auch die Basis oder die Grundlagen für dieses neue deutsch-japanische Projekt zu legen. Bis heute gibt es nur eine Möglichkeit, die Sicherheit von selbstfahrenden Autos zu testen. Und das ist fahren, fahren, fahren. Diese Zahl an Testkilometern, die man braucht, um sicherzustellen, dass bestimmte Fahrfunktionen funktionieren, gehen in den Milliardenbereich. Um dies zu verbessern, hat das Projekt VIVID eine ganz andere Herangehensweise. Das heißt, der Trend in der Zukunft wird darin liegen, dass man die Autos nicht mehr im echten Straßenverkehr fahren lässt, sondern einen Straßenverkehr vorgaukelt in einer virtuellen Umgebung. Da gibt es inzwischen weltweit etliche Bemühungen, aber der Ansatz, der in unserem Forschungsprojekt VIVID ganz besonders ist, ist, dass wir eine Möglichkeit entwickelt haben, mit der man das Auto, das tatsächlich fährt, mit dem Radar, das tatsächlich eingebaut ist, in der virtuellen Umgebung testen kann. Also eine Mischung aus Software und Hardware und kein rein numerisches Verfahren, bei dem man das Auto mit dem Radar nur so gut berücksichtigen könnte, wie die Simulationsmodelle sind. Also Sie brauchen auch in unserem Verfahren sehr leistungsfähige Software. Die muss natürlich auch sehr gut programmiert sein. Aber jede Simulation hat Grenzen. Wenn man zum Beispiel in die Richtung von Realitätsnähe möchte, dann müsste man vielleicht noch simulieren, dass in der Stoßstange eine Beule ist oder dass die Straße nass ist oder dass der Hersteller das Radar nicht ganz gerade eingebaut hat. Das kann man in der Simulation nur sehr aufwendig erfassen. Aber mit unserem Verfahren, wo wir tatsächlich das echte Auto mit dem echten Radar in diese Schleife, in diese Simulationsschleife einbeziehen, kann man solche Realeffekte berücksichtigen. In der Fachsprache nennt man das dann Installed Performance. Auch aus dem Vorgängerprojekt Safe Move konnten vielerlei Erfahrungen gezogen werden, sodass zum Beispiel mit den Kooperationspartnern ein neues Testsystem aufgebaut werden konnte, was in der virtuellen Straße an der TU Ilmenau steht. Diese Anlage ist weltweit einmalig und ohne das Projekt SafeMove hätte es dieses Testsystem nicht geben können. Es gibt aber auch eine andere wichtige Erfahrung, die daraus gezogen werden konnte. Und zwar ist das Forschen an solchen Projekten sehr spannend und interessant, aber nur eins. Das andere ist die Koordination dieser Projekte. Und manchmal, glaube ich, ist das schwieriger als das Hüten einer Herde Schafe.
Dieses Projekt hat einen sehr hohen Stellenwert, zum einen deshalb, weil es bis in höhere Schichten im Bundesforschungsministerium hinaufreicht und dabei immer wieder die TU Ilmenau und das TIMO präsent sind. Zum anderen hat es eine hohe internationale Sichtbarkeit, da das Projekt in Zusammenarbeit mit einem japanischen Konsortium läuft, darunter Firmen wie Nissan oder Toyota, wobei immer wieder der Name TU Ilmenau auftaucht. Beide Konsortien arbeiten in gewisser Weise parallel, haben aber dennoch ihre eigenen Schwerpunkte. Dennoch gibt es Bereiche, in denen beide arbeiten. Beide Konsortien arbeiten im Bereich der Umgebungsmodellierung, Verkehr, Straßengelände, andere Fahrzeuge. Sie arbeiten im Bereich der Fahrzeugmodellierung, Fahrdynamik, Fahrerassistenzsysteme, die Steuersysteme, wie werden die Signale von Sicherheitssensoren ausgewertet. Und sie arbeiten an der Modellierung der Sensoren, also Modellierung auf mehreren Ebenen, in beiden Konsortien parallel, und die Ergebnisse werden hinterher ausgetauscht und so zusammengebracht, dass man gemeinsam einen Schritt in Richtung einer weltweiten Standardisierung vornehmen kann. Auch heute gibt es auf den Straßen schon das Zusammenspiel von automatisierten und nicht automatisierten Fahrzeugen, wie zum Beispiel bei Autos mit Bremsassistenten, beim automatischen Beschleunigen und Reagieren. Auch gibt es im Stadtverkehr schon Erfahrungen mit automatisierten Fahrzeugen, die zum Beispiel Fußgänger erkennen können und für diese bremsen, da diese Fahrzeuge darauf getrimmt sind, die Sicherheit nicht zu gefährden. Das, was alle Hersteller verfolgen, egal ob das Fahrzeughersteller oder Zulieferer sind, ist die sogenannte Vision Zero. Keine Verkehrstoten mehr und möglichst auch keine Verletzungen mehr durch Verkehrsunfälle. Aber eine volle Durchdringung des Marktes wird sicher noch einige 10 Jahre brauchen. Außerdem haben wir gefragt, ob sich Professor Hein vorstellen kann, wann und ob es einen Straßenverkehr mit ausschließlich selbstfahrenden Autos geben kann. Das ist eine etwas andere Frage. Also vollkommen selbstfahrende im Sinne von fahrerlosen Fahrzeugen sehe ich vorläufig nicht, zumindest nicht flächendeckend. Ich kann mir vorstellen, dass in bestimmten Bereichen, also zum Beispiel Pendelbusse oder auf Messen oder Flughäfen, also in abgegrenzten Bereichen, fahrerlose Fahrzeuge fahren. Im Übrigen fahren die da heute schon. Wenn Sie beispielsweise im Frankfurt Flughafen von Terminal 2 zu Terminal 1 fahren, können Sie das mit einem fahrerlosen Schienenfahrzeug machen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis man das dann auch mit straßengebundenen Fahrzeugen machen kann. Aber flächendeckend kann ich mir nicht vorstellen, dass es in absehbarer Zeit eine Durchdringung des Straßenverkehrs durch fahrerlose Fahrzeuge geben wird. Und dass die Hinzunahme von Automatisierungsfunktionen wird in den nächsten Jahren langsam und kontinuierlich erfolgen. Und dabei müssen die Fahrzeuge immer besser werden. Wir sind immer noch beim Thema Führerschein. Erinnerst du dich noch ganz genau an deinen Führerschein? Warst du da aufgeregt? Wie war das bei dir so? Also ich bin grundsätzlich jemand, der sehr große Prüfungsangst hat. Deswegen war ich definitiv bei den Prüfungen aufgeregt. Was kommt mir sonst noch spontan in den Sinn? Meine erste Fahrt durch Berlin mit einem Fahrlehrer war ziemlich entspannt und ich habe versucht, so entspannt wie möglich zu sein, aber da gab es trotzdem ein, zwei Sachen, die hätten besser laufen können. Aber krass, dass du direkt so nach Berlin reingefahren bist. Direkt nicht, das war kurz vor der Prüfung und ich habe zu meinem Fahrlehrer halt gesagt, hey, es wäre halt cool, wenn wir das nochmal machen könnten, wenn da halt jemand dabei ist, der noch besser eingreifen kann als mein Vater zum Beispiel. Es nimmt einem selbst dann die Angst für später. Danach war es trotzdem auch noch ein bisschen schwierig, da mal reinzufahren, aber beim zweiten, dritten Mal ging das dann doch schon recht gut klar. Ich weiß noch ganz genau, ich hatte solche Rückenschmerzen nach meiner praktischen Fahrschulprüfung, weil ich einfach so unfassbar angespannt und verkrampft, wie so ein Erdmännchen ist, aus diesem Bau rausguckt und schaut, ob es irgendwo Feinde gibt, weil ich so krass gerade da saß. So gerade saß ich noch nie in meinem Leben. Nee, verkrampft saß ich nur bei meiner Theorieprüfung richtig doll da, weil ich nicht einschätzen konnte, ob ich diese Technikfragen richtig oder falsch beantwortet habe. Aber das hat ja jeder, die Technikfragen. Ja, das ist so. So war es halt und ich habe dann abgegeben gedrückt und ich habe schon im Vorfeld gemerkt, wenn du aufstehst und der Drucker geht schon an, hast du bestanden. Und dann bin ich aufgestanden und denke mir so, verdammt, das Ding geht nicht an. Geh doch mal bitte an. Hast du nicht bestanden beim ersten Mal? Doch, ich habe es bestanden. Ich habe mich hingesetzt und dann ging das Ding an. Da ist mir dann doch ein Stein vom Herzen gefallen, aber ich war aufgeregt, sagen wir es so. Aber hattest du nach der Fahrschule das Gefühl, du kannst Auto fahren? Kurz und knapp nein. Also das richtige Autofahren, und das hat mir ja mein Vater im Vorfeld auch schon prophezeit, das lernt man halt erst so mit dem Machen und Tun, wenn man dann
doch mal seine klassischen 5 km/h drüber fährt. Das habe ich nicht gesagt. Ja, du kennst halt die Grundlagen, aber die so, wenn es spezielle Situationen gibt, die man halt in der Fahrschule einfach nicht üben kann, ja, ist es halt nochmal eine andere Sache. Ich weiß noch ganz genau, wie mein Vater mich vollgemeckert hat, als ich dann doch mal beim Linksabbiegen eventuell die Vorfahrt genommen habe, weil es einfach überhaupt noch nicht so in meinem Kopf drin war. Ich meine, du kennst es von den Bildern und so und denkst dir so, ja, da habe ich nicht Vorfahrt, aber dann sitzt du im Auto und denkst dir, mein Fahrlehrer, ja, ich bin hier gerade auf einer Vorfahrtsstraße und biege links ab, aber das ist nicht ganz so einfach. Ach, mein Fahrlehrer ist mal durchgedreht, weil ich jemanden die Vorfahrt gewährt habe, obwohl ich Vorfahrt gehabt hätte. Ja, aber das geht ja noch, denke ich immer. Ja, aber er hat mich trotzdem ein bisschen angemault, weil ein Prüfer würde das wohl auch nicht so richtig sehen, weil du bist ja dann unsicher und du weißt nicht, wie du dich verhalten sollst. Naja. Gab es bei dir noch so random Momente, wo du dir dachtest, warum habe ich jetzt Ärger bekommen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also so, ich wusste dann, was ich falsch gemacht habe, wenn er mich voll gemauzt hat, sagen wir es mal so. Ich habe nämlich auch Anranzer bekommen, wenn ich auf der Autobahn in Baustellen mich an die Geschwindigkeit gehalten habe, die da ausgeschildert war. Ah, echt? Ja, weil mein Fahrlehrer hat dann gemeckert, wenn ich quasi vorgeschrieben gefahren bin, weil dann bin ich am Verkehrshindernis, im Stau immer mit dem Flow und in Baustellen immer mit dem Flow, hat er gesagt. Aber das hat mich dann schon ein bisschen verunsichert, als ich da so war. Und sowieso, Baustellen auf der Autobahn haben mich am Anfang sehr überfordert. Aber du hast danach noch begleitetes Fahren gemacht. Hat dir das geholfen? Schon. Also mein Vater hat mich dann recht früh ans Auto gelassen. Also er hat gesagt, na, jetzt hast du Führerschein. There you go quasi. Also jetzt kannst du mich ja auch mal irgendwo hinfahren. Oder? Ja. Ne? Natürlich war dann auch wieder, dann kann ich ja endlich mal mein Bier trinken und dann kann ich immer noch schön nach Hause kommen. Ja, ja, also Klassiker. Ich durfte dann auch mal vom Party abholen, das war richtig cool. Ja, das ist auch heute noch der Standardfall, aber macht man ja gern. Nee, das hat mir doch schon einiges geholfen. Das, okay. Und selbst wenn es so ein halbes Jahr früher war, was ich im Endeffekt selber fahren durfte, waren schon ein paar Erfahrungen, sagen wir es mal so. Also bist du froh, dass du den zu dem Zeitpunkt gemacht hast? Definitiv. Gut, weil ich würde auch sagen, War eine gute Entscheidung, dass am Anfang noch jemand daneben saß. Das wäre sonst ein bisschen gefährlich geworden. Hat auch versicherungstechnische Gründe. Bist du meistens bei Versicherung auch günstiger. Was sind eigentlich die Voraussetzungen, den Führerschein der Klasse B letztendlich in den Händen halten zu können? Erstmal muss man mindestens 18 Jahre alt sein. Eine Sonderregelung erlaubt, dass man auch das begleitete Fahren ab 17 machen, von dem wir jetzt ja schon die ganze Zeit so erzählt haben, weil wir das hier gemacht haben. Dann steht auf der einen Seite natürlich der Theorieunterricht. Da muss man 14 Doppelstunden machen an Theorie und dann folgt dieser theoretische Test in der TÜV-Stelle. Das ist ein Multiple-Choice-Test mit 30 Fragen. Hier darf man maximal 10 Fehlerpunkte erreichen und die Fragen, die übt man halt vorher in der Theoriesitzung und ganz viel daheim mit seinem Buch oder dem jeweiligen Lernprogramm. Ich hatte da damals eine App. Marc, was hattest du so? Also ich hatte von meiner Fahrschule ein Web-Online-Portal, wo ich dann auch die ganzen Fragen mir hoch und runter anschauen konnte. Und meine Fahrschule hat mich auch erst zur Prüfung gelassen, also du kriegst ja einen Zettel, dass du an Theorie teilgenommen hast, ja, und dass sie dich dann auch, ich sag mal, guten Gewissens dich der Prüfung stellen darfst, musste ich vor Ort nochmal eine Prüfung quasi absolvieren und musste ihnen demonstrieren, ja, ich habe wirklich ein bisschen was gelernt, um da durchzukommen. Okay, und neben dieser Theorie gibt es dann auf der anderen Seite die Praxis. Hier muss man zunächst eine unbestimmte Anzahl an Übungsstunden, also 5 auf der Landstraße, 4 auf der Autobahn und 3 bei Dunkelheit absolvieren. Und wenn man die dann gemacht hat und der Fahrlehrer einen auch für fahrsicher einschätzt und prüfungsbereit hält, dann darf man die praktische Prüfung machen. Hierzu wird dann 45 Minuten mit einem TÜV-Prüfer durch die Gegend gefahren und der guckt sich da ganz genau an, was man da so fabriziert. Hast du denn beim ersten Mal bestanden, Marc? Kommt auf die Prüfung drauf an. Die Theorieprüfungen, ja. Die praktischen Prüfungen geht so. Also, wie viele hast denn du gemacht? Du erzählst immer also, von naja, Plural also, hier. Naja, also Theorieprüfungen hatte ich 2 und praktische Prüfungen hatte ich quasi 5. 5? Ja, das muss man jetzt aber halt aufsplitten. Also ich habe meine erste Theorieprüfung ja irgendwann 2014 gemacht, noch für den Autoführerschein. Die erste praktische Prüfung habe ich vergeigt in den letzten 5 Minuten. Die zweite praktische Prüfung habe ich dann fürs Auto bestanden und dann habe ich mich 2017 entschieden, hey, also mein Vater hat sich ein Motorrad gekauft und ich dachte mir so, naja, wäre schon ganz geil, wenn man sowas auch fahren könnte. Habe mich halt für Motorradführerschein angemeldet, weil meine Theorie dann schon über 2 Jahre alt war, musste ich halt wieder eine neue Theorieprüfung machen. Auch mit 9 Stunden und allem drum und dran. In dem Fall ist es dann aber so, wenn du schon den Führerschein hast,
musst du nur noch 20 Fragen beantworten. Okay. Also sprich 10 allgemeine und 10 spezifische, also okay, motorradspezifische in dem Fall. Schneller dann. Darfst aber halt auch nur 6 Fehlerpunkte machen. Ja gut, aber du bist ja immer top vorbereitet gewesen, ne? Ja, also super. Top vorbereitet, da können wir gleich mal weitermachen, denn wir haben hier ein paar Fahrschulfragen vorbereitet, aber die beantworten wir, also die versucht Marc zu beantworten, nachdem wir noch ein bisschen Musik gespielt haben. Und dann ja, darf Marc sich hier mal als Versuchskaninchen probieren und wir sehen, ob du hier immer noch bestehen könntest. Ja, ich werde mein Bestes probieren, ne? Okay. So, jetzt gibt's hier eine kleine Quizrunde. Marc, es tut mir leid, dass nur ich die Antworten habe, aber das muss jetzt so sein. Was denkst du denn, ist die Durchfallquote bei der theoretischen Fahrschulprüfung? Das ist eine gute Frage. Naja, bei mir lief das zum Glück relativ gut, aber ich würde mal so sagen, so 60-70% fallen beim ersten Mal durch. Echt? Hätte ich jetzt gedacht. Okay, da bist du ein bisschen daneben. Hat man vielleicht an meiner Reaktion gemerkt. 36,1%. Ja, also ich habe irgendwie von vielen immer, gerade aus meinem Freundeskreis, gehört, das lief nicht so, wie sie wollten. Also, ja. Aber vielleicht habe ich es deswegen jetzt auch falsch eingeschätzt. Das sind übrigens die Zahlen aus dem Jahr 2019. Dabei sind die Berliner übrigens die, die am häufigsten durchfallen. Also Marc ist ja knapp daneben. Ich komme ja aus Brandenburg. Ist ja alles gut. Schleswig-Holstein sind die, die am besten abschneiden. Denkst du, dass in der Praxis mehr oder weniger Leute durchfallen? Also im Vergleich zur Theorie. Genau. Also 36,1 ist hier die Benchmark. Also in der Praxis werden... Ich würde jetzt sagen, fallen auch definitiv mehr durch. Da fallen weniger durch. Prozenttechnisch würde ich jetzt so sagen, ich sage jetzt nochmal 60-70%, aber... Und ich sag dir sogar, dass weniger durchfallen, das sind 28,1. Ach, ich habe das nicht gehört, scheiße. Ja, siehst du mal, so hörst du mir zu. Tatsächlich steigen auch die Durchfallquoten von Jahr zu Jahr an. Also entweder werden die Prüfungen immer, die Prüflinge immer schwächer oder die Anforderungen werden immer strenger. Man weiß es nicht genau. Wir können das Ganze jetzt ja mal testen. Mit so 1, 2 Warn... Also, wir machen eine. Ich will dich nicht weiter quälen. Wann muss denn das Warnblinklicht eingeschaltet werden? Ich sag dir jetzt die drei Antwortmöglichkeiten, ja? Wenn Sie in zweiter Reihe parken, bei jedem B- und Entladen, wenn Ihr Fahrzeug an einer Stelle liegen bleibt, an der es nicht rechtzeitig als stehendes Hindernis erkannt werden kann. Also definitiv Letzteres, wenn man ja nicht vernünftig... Also, wenn irgendwas passiert, zum B- und Entladen, nein. Mhm. Und das erste war was nochmal? Wenn Sie in zweiter Reihe parken. Naja, das darfst du ja sowieso nicht. Okay, da brauchen wir jetzt trotzdem eine Antwort. Darfst du da Warnblinklicht anhalten? Nein, natürlich, nein. Doch, siehst du? Ja, okay, ich darf's nicht, aber dann, wenn ich's mache, muss ich's... Okay, gut. Gut, und deswegen fällt Marc bei seinen Fahrschulprüfungen manchmal durch. Nur durch die praktische, die Theorie hat geklappt. Da hast du ja Glück gehabt, dass du die Theorie jetzt schon bestanden hast und dass wir nicht nochmal neu prüfen. Und damit können wir Marc aus seiner Prüfungsangst vor Fahrschulfragen befreien, denn wir sind leider schon durch mit unserem Teamradio. Ihr könnt uns nächste Woche wieder hier hören bei Radio HSF. Wir sagen mal wieder ein großes Danke an Marc, der sich heute bereit erklärt hat, bei uns im Studio zu stehen. Kein Thema. Also ich hatte sehr viel Spaß und ich würde gerne nochmal wiederkommen. Okay, wir freuen uns. Ich lade dich gerne wieder ein. Du darfst jetzt noch einmal Tschüss für alle sagen. Ja. Ja, tschüss. Danke an alle, die mir doch mal gelauscht haben. War nett, euch was vorerzählen zu dürfen und ja, bis zum nächsten Mal. Super, vielen Dank, dass du da warst.